Hi und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Format Hunger. Heute machen wir einen wunderbaren Wintersalat mit Chinakohl, Chicorée, Cashewnüsse, Erdnussbutter, Limettenabrieb, Ingwer sowie Orange. Und alles, was du dazu brauchst, sind die genannten Zutaten vom Titel des Videos. Und wie immer ist unten das ganze Rezept in der Infobeschreibung, falls du das Ganze nachkochen oder backen willst. Beim Salat eher weniger. Für den Wintersalat den Chinakohl in gleichmäßige Streifen schneiden und anschließend ins Wasser zum Waschen geben. Den Strunk vom roten Chicorée abschneiden und die großen Blätter halbieren. Den Chicorée ebenfalls ins Wasser geben und anschließend trocken schleudern. Für die Orangenfilets mit dem Messer außen die Schale abschneiden. Anschließend die einzelnen Filets auslösen. Dabei zu beachten gilt, möglichst wenig Orangenfleisch an der Schale zu haben. Eins nach dem anderen löst sich das Filet fast von selbst. Nun gilt es, die Cashewnüsse klein zu hacken. Wenn gewünscht, können sie auch ganz beigegeben werden. Für das Dressing etwas Limettenabrieb sowie Saft mit der Erdnussbutter mischen, Essig und Öl beigeben und das Ganze zu einem Dressing verrühren. Wenn nötig mit Salz und Pfeffer würzen. Nun alle vorbereiteten Zutaten in einer großen Schüssel mischen. Die Orangenfilets geben eine schön fruchtige Note. Die Nüsse ein herbes Aroma und der Essig und die Limette im Dressing sorgt für die nötige Frische. Alles schön anrichten, das ist nicht nur in Augen, sondern auch in Gaumenschmaus. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, dir hat mein kleines Video gefallen. Drück sehr gerne einen Daumen nach oben, abonnieren würde mich natürlich noch mehr freuen. Hier gelangst du zum Spinatsalat mit Pinienkernen und Gemüsevinaigrette und hier unten das Video, was dir YouTube automatisch vorschlägt. Und nun bis zum nächsten Video. Tschüss!